Das James-Webb-Weltraumteleskop hat seit seinem Start im Juli 2022 atemberaubende Entdeckungen gemacht, die unser Verständnis vom Universum auf den Kopf stellen. Und jetzt stößt es auf eine Struktur, die nach bisherigen Theorien nicht existieren sollte und die gesamte Urknalltheorie in Frage stellt. Was war wirklich am Anfang? Um das frühe Universum zu verstehen, müssen wir an den Punkt gehen, an dem Zeit und Raum, wie wir sie heute kennen, noch gar nicht existierten. Nach der Theorie des Urknalls verharrte alles Potenzial in einem Zustand der vollkommenen Ausgeglichenheit. Mit unseren physikalischen Messmethoden betrachtet, entspricht dieser Zustand dem Nichts. Durch eine minimale Verschiebung entstand dann das Universum aus einem einzigen Anfangspunkt. Diesen Punkt kannst du dir winzig klein vorstellen, winziger als alle Punkte, die wir mit dem bloßen Auge sehen könnten, und gleichzeitig entsprach dieser Punkt allen Punkten, die jemals existieren werden. Mit dem Urknall begann augenblicklich die kosmische Inflation. Das frühe All schoss als eine unvorstellbar heiße und dichte Suppe auseinander. Ob der Raum dabei erst entstand oder ob dieser vorher bereits vorhanden war, wissen wir nicht. Bereits die allererste Phase der Inflation entsprach einer 90-fachen Multiplizierung. Binnen dem Bruchteil einer Sekunde wuchs der Kosmos im Moment des Urknalls von subatomarer Größe auf die eines Golfballes heran. Danach hielt das Wachstum des Universums bis heute kontinuierlich an. Das All kühlte zwar minimal ab, dennoch war es bisherigen Rechnungen zufolge 400.000 Jahre lang viel zu heiß, um Materie auszubilden oder Licht entstehen zu lassen. Die Ära der Lichtwerdung dauerte angeblich mehr als 500 Millionen Jahre. Es entstanden erste Sterne, die anfangs noch einzeln im All leuchteten oder wilde, ungeordnete Sternenhaufen bildeten. Galaxienstrukturen mit einer hohen Ordnung in Spiral- und Scheibenform sollen erst nach etwa einer Milliarde Jahre oder sogar noch später existiert haben, doch nun hat das James-Webb-Weltraumteleskop mindestens 6 Galaxien gefunden, die nur 500 Millionen Jahre nach dem Urknall vollständig gebildet waren. Das ist ein wissenschaftliches Problem. Ein Forscherteam von der University of Minnesota hat sogar eine eigentlich winzige Galaxie entdeckt, die für ihre Größe extrem viele neue Sterne hervorbrachte. Das Volumen der Galaxie beträgt nur etwa ein Millionstel der Milchstraße, doch sie bildete zum Zeitpunkt, als sie das Licht aussendete, das wir heute sehen können, etwa die gleiche Anzahl von Sternen pro Jahr aus wie unsere Galaxie. Auch die anderen 5 Galaxien zeigten Besonderheiten, die sehr unterschiedlich von dem sind, was Forscher erwartet hatten. Das zeigt ein ganz anderes Bild des frühen Kosmos als bisher angenommen. Die Untersuchung dieser frühen Galaxien wird den Wissenschaftlern dabei helfen, mehr darüber herauszufinden, wie und wann die ersten Sterne und Galaxien nach der dunklen Ära des Universums entstanden sind. Derzeit stellt sich immer mehr die Frage, ob die Zeitspanne vor etwas mehr als 13 Milliarden Jahren wirklich die Anfänge des Kosmos zeigt oder ob wir auch das Alter des Universums komplett neu überdenken müssen. Kosmische Revolution dank James-Webb-Weltraumteleskop. Als das James-Webb-Weltraumteleskop oder kurz JWST startete, war Wissenschaftlern auf der ganzen Erde klar, dass die einzigartigen neuen technologischen Möglichkeiten völlig neue Eindrücke vom Kosmos bringen werden. Das war natürlich gewünscht und genau deswegen hatten die NASA und die kanadische Weltraumorganisation und die europäische ESA rund 10 Milliarden Dollar investiert. Nachdem uns Hubble bereits mehr als 20 Jahre die Weiten des Kosmos näher brachte, sollte das Nachfolgerteleskop noch weiter ins All blicken. Die Reichweite von James Webb entspricht mindestens 13,5 Milliarden Jahre. Damit schaut das neue Teleskop nicht wesentlich weiter, als sein Vorgänger Hubble das konnte, doch Webbs Blick ist schärfer. Forscher können Objekte, die Milliarden Lichtjahre weit entfernt sind, nur über minimale Verschiebungen in deren Lichtemissionen oder durch die Rotverschiebung untersuchen. Und je schärfer das Bild ist, umso bessere Messergebnisse kommen bei den Analysen heraus. Natürlich wollten die Astronomen mit Hilfe des neuen Teleskops mehr über die Sterne und Galaxien erfahren, die kurz nach der Entstehung des Universums vorhanden waren. Die Erforschung der ersten Sterne und Galaxien gehört zu den Primärzielen der JWST-Mission. Das älteste schwarze Loch. Den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ist mit dem James-Webb-Teleskop noch ein weiterer Sensationsfund gelungen. Sie haben eine Struktur entdeckt, die das älteste bekannte schwarze Loch im Universum sein könnte. Dank der ultraleistungsstarken Sensoren des Teleskops konnten die Strukturen, die die Anwesenheit eines schwarzen Loches verraten, erstmals zu einem Zeitpunkt von etwa 570 Millionen Jahren nach dem bisher angenommenen Urknall festgestellt werden.
Schwarze Löcher sind die Relikte alter gestorbener Sterne. Obendrein handelt es sich bei dieser faszinierenden Struktur auch noch um ein supermassereiches schwarzes Loch. Es ist also anzunehmen, dass hier bereits mehrere schwarze Löcher kollidiert und zu einem verschmolzen sind. Ein anderes mögliches Szenario wäre die Explosion eines sehr großen und massereichen Sterns. Doch wenn diese Ergebnisse bereits 570 Millionen Jahre nach dem Urknall stattgefunden haben, bedeutet dies, dass die Sterne, die das Schwarze Loch an ihrem Lebensende gebildet haben, noch viel älter gewesen sein müssen. Astronomen wissen heute bereits, dass die ersten Sterne wahrscheinlich eine recht kurze Lebensdauer hatten. Blaue Superriesen können bereits nach wenigen Hunderttausend oder Millionen Jahren verglüht sein. Trotzdem erklärt dies nicht die Existenz eines schwarzen Loches dieser Ausmaße so kurz nach dem Urknall. Die entdeckten 6 Galaxien, die am angeblichen Anfang der Zeit bereits so hoch strukturiert, hell und reich an Sternen gewesen sind, sprechen ebenfalls eine ganz andere Sprache. Um solche Galaxien auszubilden, braucht es Zeit. Unsere eigene Galaxie war vermutlich einst nicht mehr als eine Ansammlung von einigen Sternen. Dann bildete sich ein Sternhaufen. Explodierte Sterne bildeten schwarze Löcher, diese kollidierten und wuchsen zu immer größeren schwarzen Löchern heran. Schließlich begannen gigantische schwarze Löcher immer mehr Sterne in ihr Umfeld zu ziehen. Durch ihre Schwerkraft ziehen sie die umliegenden Strukturen in Scheiben oder Spiralformen und Galaxien bilden sich. Dieser Prozess dauert Milliarden Jahre. Die Frage, wie die schwarzen Löcher in der kosmischen Dämmerung in so kurzer Zeit so groß werden konnten, und die Frage, wie es 200 oder 300 Millionen Jahre nach dem Urknall bereits fertige Galaxien gegeben hat, wird die Wissenschaftler noch eine ganze Weile beschäftigen. Die Galaxie CERS-1019. CERS-1019 wurde bereits in Hubble-Daten entdeckt, als ein Team von Wissenschaftlern auf der Suche nach den ältesten Lichtspuren der Sternenbildung war. Dieses erste Licht wird in Fachkreisen Lyman-Alpha-Emission genannt. Erzeugt wird diese Strahlung durch die Ionisation von neutralem Wasserstoff. Das frühe Universum war bisherigen Annahmen zufolge lange mit einem Nebel aus neutralem Wasserstoff gefüllt, der das Licht daran hinderte, sich auszubreiten. Erst nachdem dieser Wasserstoff ionisiert wurde, konnte Licht frei strömen. Dieser Prozess der Reionisation ist bis heute ein Rätsel der Wissenschaft und möglicherweise hat es ihn gar nie gegeben. Alle Theorien und kosmischen Modelle stehen seit JWST auf dem Prüfstand. Möglicherweise ist alles, was Forscher bisher angenommen haben, falsch. Das extrem leistungsstarke Infrarotinstrument des JWST konnte CERS-1019 und das supermassereiche Schwarze Loch in dieser alten Galaxie viel genauer unter die Lupe nehmen als Hubble. Und wieder erlebten die Forscher eine Überraschung. Galaxien dieses Alters geben normalerweise nur Licht der frühen Sternbildung ab. Doch diese Galaxie wies Lichtspuren auf, die von der Sternenbildung und einem schwarzen Loch stammten. Das Schwarze Loch selbst gibt kein Licht ab, doch die dunklen Giganten scharen in ganz besonderer Weise Materie um sich und diese leuchtet. CERS-1019 zeigte beide Arten der Lichtemission und auch diesen Umstand dürfte es eigentlich gar nicht geben. Die Forscher stehen nun vor Rätseln und mehr Mysterien als jemals zuvor. Für nicht wenige Zweige der Astronomie und Kosmologie bedeuten diese Entdeckungen, dass Jahrzehnte der Arbeit dahin sind. Thesen müssen neu berechnet und Schulbücher umgeschrieben werden. Stell dir vor, du hast gerade die Schule verlassen, deinen Abschluss in der Tasche und freust dich. Und dann kommt jemand und erzählt dir, dass alles, was du über Physik, Mathematik und Chemie gelernt hast, ein Irrtum gewesen ist. Genauso fühlen sich Forscherinnen und Forscher weltweit, seitdem das JWST faszinierende, aber auch verwirrende Daten zur Erde schickt. Die sonderbaren Entdeckungen reißen derweil aber nicht ab, sondern gehen gerade so weiter. Im frühen Universum wurden weitere ungewöhnlich große schwarze Löcher gefunden. Darunter befindet sich J1342 plus 0928, die 690 Millionen Jahre nach dem Urknall entdeckt wurde und ein supermassereiches schwarzes Loch enthält. Das Zentrum dieser frühen Quasar-Galaxie hat eine Größe von 800 Millionen Sonnen. Ein weiteres schwarzes Loch wurde in der Galaxie J03131806 gefunden. Diese existierte bereits 670 Millionen Jahre nach dem Urknall und besitzt ein supermassereiches schwarzes Loch, das 1,6 Milliarden Mal größer ist als die Sonne. Also, ist der Urknall damit widerlegt? Für viele Astronomen und Weltraumfans steht nach diesen atemberaubenden Entdeckungen bereits sicher fest, dass die Theorie vom Urknall widerlegt ist.
Aber die Welt der Wissenschaft sträubt sich bisher noch gegen solche Aussagen. Die Theorie vom Urknall erschien fast 100 Jahre lang stimmig und viele weiteren Beobachtungen wie die Expansion des Universums sowie Daten der kosmischen Hintergrundstrahlung schienen die Annahmen zu bestätigen. So ganz wollen sich die Forscherinnen und Forscher nicht vom Urknall lösen. Immerhin wäre es denkbar, dass die Geburt des Alls einfach viel länger zurückliegt. Vielleicht ist unser Kosmos 15 oder auch 20 Milliarden Jahre alt. Genauso gut kann es sein, dass sich das All in den Anfängen eben ganz anders verhielt, als das bisher angenommen wurde. Es könnte sich schneller abgekühlt haben, es gab früher Sterne, Galaxien und schwarze Löcher. Derweil arbeiten weltweit Teams von Wissenschaftlern daran, die neuen Erkenntnisse mit den alten Theorien zu vereinbaren. Ob das möglich sein wird oder ob das JWST endgültig mit der Theorie vom Urknall aufräumen wird, werden wir in ein paar Monaten oder vielleicht auch erst in ein paar Jahren erfahren. Bis es soweit ist, danken wir dir hier und heute fürs Zuschauen. Wir hoffen, dir hat das Video gefallen und du hast die Unterhaltung genossen. Sag uns zum Abschluss gerne, wie du über den Urknall denkst. Ist die Theorie angesichts dieser Faktenlage für dich noch haltbar?